Hi Harry, ich bin im zweiten Schuljahr. Ein Duell? Natürlich, Freunde, und somit herzlich willkommen hier in Hogwarts. Wir kämpfen gegen die Zweitklässlerin, die ist also in derselben Stufe, wie wir es sind. Der Erstklässler war keine Herausforderung, bitch, please. Ich habe letztes Jahr Voldemort geschlagen, okay, das sei mal dahingestellt. Jetzt, ob wir es schaffen werden, alle zu besiegen, aber die beiden sind definitiv kein Problem gegen mich. Habe ich schon mal erwähnt, dass dieser Pulli unglaublich fucking chillig und schön warm ist? Es ist nämlich relativ ekelhaftes Wetter. Es ist mega kalt dafür, dass Hochsommer sein sollte jetzt gerade, ne? August. Aber das Ding hält mich schön warm, Freunde. So. Ich kann den Informus nicht droppen, weil, naja, ne? Die sind wahrscheinlich alle gleich schwach auf die gleichen Sachen. Wir sind Level abgekommen, deswegen können wir uns gleich um die nächste kümmern. Ich probiere mal mit dem Verdimilos, der 40 Damage macht. Holy shit. Okay. Ich gehe mal zum Incendio, mal gucken, was der Incendio macht. Putz! 49 sogar. Oh, wow. Holy shit. Die hat also dieselben Zauber drauf wie ich gerade, ne? Tja. Dann besiegen wir die kurz. Der Incendio ist definitiv der Zauber, der am meisten Damage macht. Das war lustig. Wenn ich verloren habe. Auch wenn ich verloren habe. Du kannst jetzt die Schülerin aus dem dritten Jahr herausfordern. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Ich würde gerne nochmal ein Duell gegen dich machen. Ja, der andere Boy hat mir 25 Erfahrungspunkte gegeben. Du gibst mir ein bisschen mehr. Na, ich gehe für den Incendio, das macht dir knapp 50 Damage. 54, holy shit. Okay, ja, aber ich schlag dich noch einmal, ne? Einmal kriege ich dich noch, du Olle. Also hier kann man wunderbar trainieren, Freunde. So, nochmal 75. Kein Level? Yo, okay, dann probiere ich es nochmal gegen den Erstklässler. Vielleicht komme ich dann noch ein Level weiter und kann die Drittklässlerin noch mitnehmen. Weil ich habe jetzt echt keinen Bock, in den vierten Stock zu gehen, nur um mich wieder zu heilen. So, Flipendo gegen Flipendo. Na? Nur, dass ich sehr viel mehr Leben habe als der andere Junge hier, als der andere Boy. So. Oh, shit, wow, der kann auch anderen Stuff. Puh, also wenn die Zweitklässlerin schon fast genauso stark ist wie wir, dann will ich gar nicht wissen, was der Siebtklässler so drauf hat, Alter. Krieg kein neues Level? Wann steige ich im Level? Jetzt. Okay, ich müsste noch einmal gegen ihn gewinnen. Kann ich das? Ja, doch, ich kann das. Okay, Leute, wir nehmen die Drittklässlerin noch mit, auf jeden Fall, okay? Die Drittklässlerin will ich auf jeden Fall noch versuchen. Aber zuerst müssen wir den Boy hier schlagen. Na, der macht 10 Damage. Das könnte jetzt relativ knapp werden. Weil, ja, noch einen mehr hätte ich nicht getankt, ne? Ja, wobei, einen mehr schon, aber er könnte halt den anderen Zauber machen und dann werden wir sterben. Ganz knapp gewinnen wir also gegen den Erstklässler nochmal und kommen ein Level weiter, okay. So, Drittklässlerin, was geht? Ich bin ein Drittklässler. Du bist ein Mädchen, oder? Harry, mich wirst du nicht besiegen. Okay. Doch, dich werde ich besiegen. Bin etwas verwirrt nur über deine Choice. Incendio. Ich kann fünfmal Incendio einsetzen. 51 Damage, Alter. Oh mein Gott, das war die zweite Stufe von Incendio. Die macht des Todes Damage, Alter. Ohne Drittklässlerin kann den schon. Oh mein Gott, okay, es ist ein Vier-Shot. Holy shit. Oh mein Gott, das wird richtig knapp werden jetzt. Das wird richtig knapp werden. Oh mein Gott, was ist das? Okay. Ich denke, glaube ich, genau noch einen Zauber und dann war's das. Incendio, du musst jetzt töten, Alter. Oh fuck. Oh mein Gott. Okay, wenn dieser Incendio jetzt keinen Damage macht, wenn es eine Null-Damage-Runde ist, wenn sie ausweicht, dann verliere ich. Ja, der den nächsten Hit tankt oder beziehungsweise trifft, der gewinnt. Alter, die war mies schwer, Mann. Die hat
krasse Zauber drauf. 100 Erfahrung, wow. Also 25 mehr dafür, dass du so viel mehr Damage machst. Kein gutes Training. Überraschend guter Kampf, Potter. Jetzt kannst du den Schüler aus dem 4. Schuljahr herausfordern. Nope, ich glaube, an der Stelle steige ich aus. Wir haben nicht mal die Hälfte der Gegner geschafft im Duellierclub. Wow, sind die stark, Alter. Okay, hier war der Kerker von Hogwarts, ne? Beziehungsweise da, wo man herkommt, nachdem man die Boote benutzt. Okay, jetzt muss ich ein Mädchen finden, was die Karte gerne mag. Ich glaube, mich erinnern zu können, die war irgendwo ganz oben. Bevor ich aber jetzt, ne, will ich noch ganz kurz mal hier rein und mich heilen. Weil ich will nicht Low MP und Low Life wieder rumpimmeln, nur damit wir danach wieder Schwierigkeiten haben. Puh, wie viele Sickle haben wir eigentlich mittlerweile? Steht da wie viel Sickle? 728, ja, das bringt nicht so viel, ne? Schnarche ich nicht mehr, lol, okay. Warte mal, willst du vielleicht eine Gilderoy Locker Karte? Nope. Will die nicht. Ja, ich glaube wirklich, die war so im fünften, sechsten Stock oder so. Kann das sein? Warte mal, bist du die? Ach nee, du warst die Feminism... Das Feminism-Girl, ne? Was ein Problem damit hat, dass man Zauberer und nicht Hexen durchnimmt. Ha, oh, du könntest es sein. Du könntest es sein. Du bist aber Slytherin. Nope. Du juckst dich null dafür. Ha! Wem gebe ich diese Lockhart-Karte? Die labern alle nur von der Unterrichtsstunde gerade. Was ist denn das für ein Raum hier? Oh, das ist die Sternwarte. Oh, da wo wir damals den kleinen Drachen freigelassen bzw. weitergegeben haben, ne? Ja, sieht hier ein bisschen anders aus als im ersten Part. Aber kann man immer noch die Sterne angucken? Ja, kann man. Nice. Okay, das wurde einfach 1:1 aus dem ersten Teil übernommen. Hier gibt es wahrscheinlich immer noch nichts zu sehen oder so. But the question is... Oh, Mann. Oh, nee. Will ich die Informosen? Ja, will ich. Warum nicht? Das macht irgendwie nicht so viel Damage, ne? So. Okay. Was habt ihr für Schwächen? Saphir-Feuerkrabbe. Okay. Und Resistent King. Ja, also man kann festhalten, ihr seid beide gegen den Verdimelos schwach, ne? Ich weiß nicht, ob ich diesen Battle gewinnen kann gegen die beiden. Die machen schon sehr, sehr viel Damage. Aber er kann mich wenigstens nicht einfrieren, beziehungsweise versteinern, so wie sein Kollege, ne? Okay, das muss reichen. Dankeschön. Nein, kann er doch. Tja. Ha! Got him! Okay. Yo, willst du vielleicht noch eine Karte? Nope, will sie nicht. Alter! Droppt der aus dem Nichts den Versteinerungsmove, ey. Holy shit. Ja gut, wenn die Karte niemand will, dann behalte ich die wohl noch für einen Moment. Arno. Und gehe jetzt mal zur Bibliothek. Ich glaube, die Bibliothek war oben, oder? Hier. Ja. Okay, ich soll die Olle fragen, wo das Buch ist. Dazu muss ich aber noch ein Stockwerk nach unten, weil da unten ist die Olle. Die Olle Brolle. Hier ist die. Hallo, Madame Pince. Können Sie mir sagen, wo das Buch Geschichte von Hogwarts finde? Natürlich, Harry. Es steht hier drüben. Ich zeige es dir. Okay. Das Buch müsste in diesem Regal stehen. Du müsstest es problemlos finden. Geschichte von Hogwarts. Okay. Da ist es. Ich bring schnell zurück. Dankeschön. Oh,
Wo ist die Schülerin, was dieses Bild von Gilderoy Lockhart will? I don't know. Auf jeden Fall, die Geschichte der Zauberei war im vierten Stock, oder? Müsste im vierten Stock gewesen sein. Ja, doch. Ich glaube, der vierte Stock war es. So, wer bist du denn? Bap. Nope. Eins nach oben. Stimmt, das war ja direkt neben dem, ja, genau. Genau. Okay. Oh, warte mal, wenn ich schon hier bin. Ah, zwar, das habe ich, glaube ich, schon erkundet. Ja, das habe ich schon erkundet. Okay. Hier ist es, Professor. Danke, Harry. Hier ist die, die Legende, die Kammer des Schreckens. Die vier Gründer von Hogwarts haben dieses Schloss erbaut, fern von neugierigen Augen, von Nicht-Magiern. Salazar Slytherin wollte nur noch Schüler zulassen, die aus magischen Familien stammten. Viele Jahre lang arbeiteten alle harmonisch zusammen, doch eines Tages kam es dann zu Streitereien. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff und Rowena Ravenclaw waren nicht mit Slytherins Änderungsvorschlägen einverstanden, so dass Slytherin schließlich Hogwarts verließ. Nun wird erzählt, Slytherin habe eine Geheimkammer unter der Schule gebaut, von der die anderen nichts wussten. Die Legende sagt, weiter die Kammer bliebe so lange verriegelt, bis der Erbe Slytherins käme, um sie zu öffnen und all diejenigen zu beseitigen, in deren Adern Blut von Nichtmagiern fließe. Und was genau ist der Schrecken in dieser Kammer? Ein Monster, das nur der Erbe Slytherin im Griff hat. Die ganze Geschichte ist natürlich blanker Unsinn. Es gibt nur zwei Sachen, auf die man sich wirklich verlassen kann. Die erste ist... Okay. Er schläft schon wieder. Komm, wir gehen. Wir gehen? Wir sollten uns noch einmal auf die Schrift an die Wand, an der Wand ansehen. Wir wissen jetzt schon mehr als gestern Abend. Okay. So, jetzt könnten wir trainieren. Du hast eine wichtige Information über die Kammer des Schreckens erhalten. Der Erbe sein. Eigentlich alle außer mir. Okay. Wie das Thema instant gewechselt wird, ne? Das ist echt krass, die Dingens geschrieben haben. Im zweiten Stock komische Geräusche gehört. Das war eine Mischung aus Schlurzen und Schreien. Was zum Teufel soll Schlurzen sein, Alter? War hier nicht genau das Pokalzimmer. In diesem Pokalzimmer finden wir noch ein bisschen Scheiße. Es ist super wichtig, die Räume zu checken, Freunde. So, Angriff-Kombi. Bam. Was ist denn hier drin? Ah, die blöden Ritter. Ey, dieser Ritter macht mir super hart viel Probleme, ne? Ja, da ist er wieder. Der Junge. Ich glaube, den habe ich bereits, oder? Diener, Rüstung, Kreuzritter, Fechter, Kavalier. Ja, das passt, bist du, Alter. Deinem blöden 40er Einfrierungszauber. So, Hermine, lernst du auch mal noch gute Zauber oder wie sieht's aus? Ich bin übrigens schon Level 15 oder so, ne? Und die beiden anderen sind immer noch auf 12. Ron, Hermine, freigeschalten. Okay. Wiederbelebungstrank. Okay. Wow, zwei davon. Holy shit. 160 EP. Warte, er hat einen neuen Angriff. Auf den Käse. Aha. Zauberstabtechniken. Stärkt es meine Zauber? Okay, dann probieren wir mal den hier. 58? Habe ich das gerade richtig gesehen? Yo, das stärkt definitiv meine Zauber, oder? So, können wir den mal töten, please?
Oh, und Harry pennt wieder und Hermine auch. Mann, Mann, Mann. So, einmal töten. Bam. Ich glaube, das stärkt wirklich meine eigenen Zauber. Das ist so ein kleiner Buff, oder? Oh, und es ist wieder eine Nullerrunde, wo ich wieder nichts bekomme. Der Mongo da oben verletzt sich selbst. Ey, unglaublich, wie inkompetent die sind, ne? 57, Alter. Das macht ja fast doppelt so viel Damage dann. So, okay, aber das war's mit den beiden. 160 EP. Alle ein Level weiter, Alter. Alle. Holy shit. Okay, also hier kann man krass trainieren. Wenn man will. Okay, was ist meine Aufgabe? Untersuche die Schrift an der Wand. Plus, ich will doch das Mädchen finden. War hier nicht irgendwo... Habe ich schon mal geguckt, ne? War, glaube ich, kein Geheimgang mehr. Naja, okay. Wir gehen in den zweiten Stock. Da sind wir auch schon... Gucken wir uns nochmal an, was hier steht. Da sind wir. Sehen wir uns mal um. Brandflecken. Und seht mal hier. Was ist das? Spinnen. Kommen scharweise aus einem Riss in der Mauer. Erinnert ihr euch an das viele Wasser von der Mädchentoilette? Jemand hat es auf... Nicht... Hat es aufgewischt. Wir sollten uns lieber mal ansehen. Gute Idee. Vielleicht irgendwas mitbekommen. Ich kann da nicht rein. Das ist ein Mädchenklo. Da geht sowieso nie einer rein. Kommt schon. Okay. Was für ein Chaos. Filch fällt auf der Stelle tot um, wenn er das hier sieht. Vielleicht sollten wir ihm dann sofort Bescheid sagen. Vielleicht ist sie in der letzten Kabine. Probier mal, ob du sie rauslocken kannst. Oh je. Myrte? Bist du da drin? Was machen denn die Jungs hier? Das ist ein Mädchenklo. Damn. Ich wollte ihnen nur zeigen, wie nett du es hier hast. Wir wollten dich nicht ärgern. Niemand will mich ärgern, aber jeder ärgert mich. Oh, goddammit. Wir wollten dich nicht belästigen. Kommt, Jungs, wir gehen. In diesem Zustand wird sie uns sowieso nichts verraten. Wir sollten sie ein wenig aufheitern. Das ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan. Aber wir können ihr irgendwas schenken. Aber worüber freuen sich denn Geister? Ich habe ein fucking Bild von Gilderoy Lockhart. Wir könnten es mit Blumen versuchen. Mädchen mögen Blumen. Egal ob Geist oder nicht. Vielleicht erinnert es sie auch an ihre eigene Beerdigung. Wir sollten Hagrid fragen, er versteht eine ganze Menge von Pflanzen, vielleicht auch von Blumen, gehen wir. Wir wollen dem Geist Blumen schenken, okay. Okay, übrigens, die Lieblingsblume der maulenden Myrte ist ebenfalls meine Lieblingsblume. Ich mag diese Blume sehr. Sie repräsentiert den Tod, meine Freunde. So, obwohl wir könnten eigentlich schon mal ein Battle machen, ne? Jetzt, wo wir krass gelevelt haben und jeder volle Magie hat. Was genau hat auf den Käse bewirkt? Gibt's da irgendwie, ne? Gibt's da irgendwie was, was uns sagt, was das bewirkt, das ganze Zeug da? Warte mal, haben wir den Wurm eigentlich? Ich glaube, wir haben den Wurm gar nicht, oder? Kann das sein? Doch, wir haben ihn. Okay. Ich probiere jetzt mal was aus. So, das Bienchen hier, ne? Ich mach mal ein Incendio auf den Wurm. Bam. Okay, das ist ein One-Shot. 45 reicht. Ich bin gerade am Überlegen. 12 hat das gemacht, ne? Zauberstabtechniken auf Ron. Da, 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 da. Wow, eine Nullerrunde, nice. Dann nochmal. 17. Also das stärkt definitiv die Zauber.
Ja, also es ist ein Buff um 1,5, ne? Einmal, also mal 1,5 Multiplikator, keine Ahnung. Zumindest kommt es mir so vor. Okay, Hagrid, ich weiß, ich besuche dich in letzter Zeit ganz schön oft, aber wir brauchen nochmal deine Hilfe. Hi, Hagrid. Harry, wie kann ich dir helfen? Wir wollen einem Mädchen Blumen schenken, um es aufzuheitern. Allerdings ist sie ein Geist. Naja, sie ist halt tot, ne? Schwere Sache. Geister kann man nicht so leicht aufheitern. Erzählst du ihnen einen Witz, geht das völlig durch sie durch. Wir möchten es aber trotzdem versuchen. Weißt du zufällig, welche Blumen Geister mögen? Vielleicht Lilien. Lilien. Sieht man ja oft bei Beerdigungen. Wachsen welche bei dir im Garten? Nö, ziehen Riesenschnecken an wie ein Magnet. Professor McGonagall hat eine Schwäche für Lilien. Vielleicht nur Zufall. Fragt sie doch mal. Danke, Hagrid. So, wir brechen jetzt mal bei McGonagall ins Büro ein und klauen ihr eine Lilie. Denn die hat natürlich per Zufall eine Lilie da. Aber das sei uns recht, meine Freunde. Der Zweck heiligt die Mittel, wie wir bekanntlich wissen. Und da kann man schon mal eine Blume mitgehen lassen. Auch wenn sie von einer der mächtigsten Zauberinnen im gesamten Spiel, Schrägstrich, Franchise, Film, Büchern ist. Ne, McGonagall ist super stark. Ist nur die Frage, wo ist denn McGonagall? Ah, natürlich. Direkt im ersten Stock. Dann müssen wir gar nicht mehr, weiß ich, wohin. Sondern können eigentlich, ja, nice. Können nur hier lang und dann passt das schon. Oh, eine Ratte. Okay. Ja, dann klauen wir der Ratte mal was. Und auf den Harry setze ich mal Zauberstabtechniken ein, um diese Ratte, ne, uns zu informieren über diese Ratte, was die denn so Schönes kann. Jetzt gucken wir mal. Riesen Albino-Ratte. Okay, verwundbar durch den Feuerzauber. In Ordnung. Warte mal, der Incendio, das hat gerade 16 gemacht, ne? Wetten, das macht wieder mehr. Ja, das one-shottet den einfach. Ey, der Verdimous-Zauber ist super useless, weil der Incendio-Zauber einfach immer besser ist. Trotz sie anscheinend schwach gegen diesen einen Zauber ist. I don't know. Ron zerstört sich wieder selbst, das ist super. Der Riesenmasochist. So, 23 macht es. Und 30. Ja, das ist wirklich ein kleiner Buff, ne? Außer meine Handschuhe und so machen mich ein bisschen stärker. Naja. Harry kommt ein Level weiter. Da müssen die anderen eigentlich gleich auch wieder ein Level weiterkommen. Und mal endlich neue Zauber lernen, goddammit. Das gibt's doch nicht, dass die immer noch gleich drauf sind. Kann man die Zaubererduelle auch mit... Na, Harry? Hast du mich gerade nahe... Okay. Kann man die Zaubererduelle eigentlich auch mit den Kollegen machen? Oder so? Oh, warte mal. Ja, wir haben einfach gerade ein paar Sickel geklaut. Geisterratte. Wow, okay, das wurde hart resisted. Ja gut, die Geisterratte fange ich dann. Alter, die Geisterratte hält ganz schön viel aus, ne? So, diese blöde Fledermaus macht ein ziemliches Tohuwabohu. Incendio, bam, 29, okay. Wie war's da mit dem Zauber hier? Ja, ziemlich gut. Und die Schnecke resistet den Incendio. Deswegen können wir den schon mal vergessen. So, aber den Zauber hier, der dürfte dann reichen. Gut, passt. Ron und Hermine, weiteres Level freigeschalten. Genau das ist das, was ich wollte. Perfekt. Was auch immer das für ein komischer Raum hier ist, Alter. Ist das so ein Abstellraum oder wie sollte man das, ne? Schade, sie ist nicht da. Wir sollten uns auf die Suche machen. Harry... Du bist eben einfach kein
Ganove. Du musst ein Schlingel werden. Dann findest du nämlich auch, ne? Dann hast du nämlich auch deinen Stuff. So. Oh, goddammit. Oh, schon wieder die Boys and Girls. Auf den Käse. Was auch immer auf den Käse bringen soll. So, ja, das macht ein bisschen mehr Damage. Jetzt könnte es tatsächlich ein Two-Shot werden. Oh, mal wieder eine Nuller-Runde. Nice, GG. So, ich hoffe, euch stört das nicht, wenn ich das Ganze so ein bisschen upspeede. Ne, bei solchen Kämpfen ist es ja mehr oder weniger eigentlich nur gegrinde, wenn ihr wollt, ne? Von daher, ja, könnt ihr natürlich auch schreiben, wenn es euch, wenn es euch stört, dann höre ich natürlich damit auf. Aber ich finde es bei solchen Kämpfen ganz okay, weil die Kämpfe sind jetzt nicht krass spannend oder so. Bei einem Magier-Duell oder was auch immer würde ich das natürlich nie machen, aber es ist halt einfach gegrindet und es geht schon relativ lange meistens, ne? Also, sag mir ruhig, wenn es stört, aber ansonsten werde ich so weiterfahren. Da sind wir wieder, Myrte. Wir haben dir etwas mitgebracht. So bringen wir halt ein bisschen mehr Content in die Folgen. Mir schenkt sowieso niemand was, außer vielleicht ein gehässiges Grinsen. Wir schon. Eine Blume. Ist die nicht hübsch? Eine Lilie. Meine Lieblingsblume. Das war sehr nett von dir, Harry. Dafür bringe ich dir meinen Lieblingszauber bei. Mucus ad nauseam uno. Okay. Können wir dich etwas fragen? Hast du letzte Nacht draußen irgendwas Merkwürdiges gehört? Ich habe nicht drauf geachtet, weil Pieps mich auf der Party total zur Verzweiflung getrieben hat. Oh, trotzdem danke. Wenn ich dir noch eine Frage, wenn dir noch etwas einfallen sollte, sag uns Bescheid, ja? Sicher. Danke nochmal für die Blume. Oh, die maulende Mürde. Die maulende Mürde. Die wird im Film übrigens von einer Schauspielerin gespielt, die, glaube ich, über 40 ist. Und sieht aus wie, keine Ahnung, 15 oder so. Was hattet ihr denn da zu suchen? Das ist ein Mädchenklo. Die Mädchen benutzen das doch eh nicht, also können wir doch ruhig rein, oder? Ist es denn euch egal, was das für einen Eindruck macht, hierher zurückzukommen, während alle beim Abendessen sitzen? Wir haben nichts getan, Percy. Und das weißt du ganz genau. Ich weiß das, aber Ginny nicht. Ich habe sie noch nie so traurig gesehen. Sie denkt, dass ihr von der Schule fliegt. Jetzt aber ab mit euch, in den Gemeinschaftsraum, bevor noch etwas passiert. Du hast wohl recht, lass uns gehen. Ja, nee, Digga, wir erkunden noch ein bisschen. So, wir haben uns angefreundet mit der Myrte, ne? Oh, warte mal, genau. Etwas wollte ich noch gucken, weil wir haben ja ganz schön viele Zauber gelernt. So, was könnte man so einem Ding klauen, so einem Schädel? I don't know. Auf jeden Fall Zauberstabtechniken, um Harry zu buffen. Jetzt interessiert mich aber, wo sind denn die anderen... Oh, da sind die anderen Zauber. Yo, nice. Wir haben also zwei, ne? Wir haben also hier zwei. Mucus Adeum. Den kann ich aber nicht einsetzen. Petrificus Totalus kann ich auch nicht einsetzen. Entschleime kann ich auch nicht einsetzen, weil ich einfach zu wenig Dinges habe. Expelliarmus und Fumus. Yo, sick. Okay, ja, ich kann leider keinen einzigen Zauberspruch einsetzen, ne? Der Buff von Hermine war irgendwie für nix. Für nix. Oh, aber... Mucus Adeum. Yo! Was genau tut der? Irgendwie nicht viel, ne? Petrificus Totalus auf den Stein. Da wissen wir ja schon mehr oder weniger, was passiert. Aber lassen uns trotzdem ausprobieren. Wird er aufwachen, wenn ich ihn angreife, oder bleibt er so? Ah, stirbt. Okay, schade. Ah, das ist ein Vergiftungszauber. Fumus Uno. Das ist ein Zauber auf einen selbst? Was genau bringt der?
Lol, okay. Entschleime. Warum kann ich Entschleime nicht einsetzen? Den habe ich doch gelernt, oder? Fum. Oh, warte. Ich habe aus Versehen auf denselben gerade nochmal gemacht. Ja, okay. Dann, dann greifen wir mal den Typen da an. Ah, Ron hat endlich den Flipendo gelernt. Hermine leider noch nicht. Die machen alle keinen Damage, ne? Harry macht 24 und die anderen machen 7? Das ist ja richtig lächerlich, Alter. Okay, jetzt will ich aber kurz noch den anderen Zauber ausprobieren, den Entschleime. Ah, warte mal. Du warst auf das schwach, ne? War das irgendwie der... Ist das der Fluchtwert, der erhöht wird? Warum ist jetzt aber Hermine auch davon betroffen? Ist es ein Bug? I don't know. Harry kann den Fumus nicht? Okay, aber Entschleime kann er. Aha! Das hat irgendwie nichts gebracht. Ja gut, okay. Dann buffen wir uns ganz kurz mal und mit Harry schlagen wir dann. Holy shit! Was war das denn gerade? War das gerade fucking Avada Kedavra? Damn! Okay, sie hat von allen Zaubern nur die Stufe 1, ne? Ich hab einfach Stufe 3 von dem, Alter. Vermilidos Tria. Ist das... Hat das damit zu tun, weil ich den am öftesten verwende? Oder... Okay, ich hol mir noch eben die Info über dieses Bienchen hier. Yo, wir haben gerade den 6. Zauber im Spiel bekommen, Freunde. Den 3. Trier, ne? Den krassesten Zauber, ey. Fuck. Oh Mann, ey, schon wieder. Lol. Eine Hand und eine Libelle. Was es hier für komische Gegner gibt, ne? Sie kann auch den Informus? Wow, okay. Den kann nämlich Ron nicht. So, okay. Ron, du setzt mal nochmal so einen auf die hier ein. Und Harry, du one-shottest jetzt mal diese blöde Hand. Holy shit! Der Zauber ist richtig episch. Das ist mein Lieblingszauber bisher. So, die beiden leveln wieder ab, weil die natürlich underleveled waren. Okay, kehre zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum zurück. Ja gut, dann tun wir das eben, Freunde. Aber ich würde sagen, das war's auch für die Folge hier. Denn, viel mehr werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr hinbekommen. Und ich erspare euch das Zurückgelaufe in den Gemeinschaftsraum. Ich würde behaupten, ich gucke mich jetzt noch ein bisschen um hier. Und wir sehen uns im nächsten Part im Gryffindor-Gemeinschaftsraum, wenn es weitergeht mit der Story hier in Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Bis dann und tschüss!